Thousand. Eine. Den glaubt ihr mehr, einer mit 124 Abonnenten oder einer mit 10 Millionen? 420. Hä, hey, ich hab 124. Ja, ich hab den geholt. Das kannst du doch nicht tun. Hab ich aber grad. Oh, das ist aber böse. Was machen wir denn da? Plötzlich wieder so ein 1, plötzlich wieder diese 100. Folge, also diese Party-Szene. Du, was machen wir denn da? Wieder die Musik. Ja. Oh, nee, ich freue mich schon auf 104. Mob. Grinder. Warum gibt's das nicht? Ich probiere jetzt mal ein Iron Fornace aus. Lol, das gibt's nicht mehr. Der heißt nur Grinder. Oh, Mann, du Mann. Damals. Ja, es gibt einen Grinder und es gibt einen Grinder. Ein Factorization und ein normaler. Nimm den normalen. Der Factorization Grinder ist dafür da, Rezepte durchzuführen für bestimmte Crafting-Rezepte. Die sind so kompliziert, dass nicht mal ich sie verstehe. Hm? Ja, das war mir schon klar. Gemein. Ich weiß. Rubber Plastik. Rubber. Dann bekomme ich Raw Plastik, wenn ich Rubber in den Ofen tue. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Was willst du denn machen? Sledgehammer oder was? Ah nee, dafür braucht man immer so Plastik-Sheets, ne? Sag mal hier, ey, mal. Ja. Ja, ich dachte, das wüsstest das du, das... Das weiß doch jeder, also. Nein. Das weiß doch. Nein. Oh, ich hatte da Glas. Ich konnte schon total. So, 21 Colders. Ich will aber 24. Tja, dann wirst du dich umbringen müssen. Ja, 23, will aber 24. Tja, dann wirst du dich wohl umbringen müssen. Okay. Ich drücke mich wirklich so um. Du lässt dich voll schnapp. Ich so, ey, das wäre so cool. Du wirst erstmal meine Drop einbringen. Nein, aber die XP. Ich bin Level 30. Und wenn man stirbt, kriegt man da höchstens Level 5 raus oder so. Na und trotzdem 5 Level. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Cool, ich habe 8 Goldschwerter. Ah, das ist cool. So, ich baue mir jetzt einen Widerstand aus Kupfer, und zwar dafür, um einen LV-Transformer zu bauen. Und daraus mache ich jetzt eine Low Voltage Solar Array. Alter, ich habe mir da 40 folgende Leiter gemacht, die ist voll unnötig, weil ich ja fliegen kann. Alter, das sind 4 Spinnen auf dem Dach gewesen. Ich bringe euch alle um. Ihr müsst sterben. Die sind alle aggro. Ich werde sterben. Alter, ich wollte mir ja auch noch Gummistiefel bauen. Fällt mir gerade so ein. Ach ja, ich wollte mir auch noch Gummistiefel bauen. Fällt mir was ein. Obwohl doch, das bringt ein bisschen was, weil die ja Falldamage reduzieren. Ja, ich wollte mir vielleicht eine Quantumrüstung bauen. Ja und? Dafür braucht man Gummistiefel. Achso. Zeig das doch. Wie viele... Achso, 6 brauche ich dafür, glaube ich. Und was war das noch? Das ist bestimmt irgendein Kack, den ich nicht hab. Rubber Boots. Eine grüne Wolle. Ich glaub's nicht, ey. Grüne Wolle. Ach nee. Das war einfach nur irgendeine Wolle, hoffe ich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es einfach nur irgendeine Wolle war. Hä, von wo hab ich den jetzt? So, eine Wolle und davon was. So, der macht schön Glas, das ist schön. Gut, also, ein Wolle und 6 Rubber. Ergibt. Verdammt, es war wirklich grüne Wolle. Oder? Ich gehe nochmal ganz auf Nummer sicher. Hä? Geht doch mit jeder. Wie sollten das jetzt bei mir nicht... Ich habe die Wolle falsch platziert. Die Eisenstiefel sind eh fast kaputt. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt in Alloy Furnace tue? Krieg ich daraus jetzt noch was? Der ist zwar kaputt, aber vielleicht gibt's ja eine Chance, dass da jetzt was rauskommt. Nur leider habe ich nicht zum Antreiben, weil ich schon wieder keine Kohle im Inventar habe. Ich muss mir unbedingt einen Blue Electrischen bauen. Ich kann dafür nicht extra Kohle verschwenden.
funktioniert eh nicht. Eigentlich dumm, dass ich mir den Aufwand mache, aber man kann es ja mal ausprobieren. Nachher funktioniert's. Und dann mit dem Alloy von Ace kannst du eigentlich jedes Rüstungsteil wieder in Sachen zurückverwandeln. Ja, habe ich mir schon gedacht, das geht nicht. Aber weißt du was? Das tue ich einfach. Das tue ich einfach später in den wie heißt? In den Recycler. So Rüstung, die man nicht mehr benutzt, weil sie eh schon fast kaputt ist. Gut, das kann ich lassen. Ein Gummi da packen. Mann, ich crafte gerade, deswegen bin ich übelst konzentriert. Ja, sorry. 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 Mann. Oh, ein Schaf vor meiner Wohnung. Welche Ehre. Oh mein Gott, das ist ein Vorhang. Hast du noch das Teil, womit man Buntglas macht? Wieso noch? Ich habe noch nie eins gebaut. Ich habe noch nie nachgeguckt, wie man das überhaupt baut. Hä? Doch. Du hast sowas mal gehabt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ach, ich habe Buntglas gesagt, oder? Ja. Ich meinte Buntmetall. Buntmetall, du meinst jetzt einen, wie heißt, ich komme Buntblechteil da, einen, ja. Mixed Metal Ingot. Ja, ja, genau. Metal! Ja, einen Kompressor. Könnte ich den mal kurz benutzen? Ich habe den noch gar nicht angeschlossen, weil ich den bis jetzt noch nicht gebraucht habe. Ich kann ihn dir schenken. Dann hast du wenigstens mal einen. Lol. Okay. Wie craftet aber man den? Erst das mal kann gucken, ich doch nicht annehmen. Gib mir wenigstens dazu noch ein paar Diamanten. Okay. Den craftet man einfach aus Steinen, einem Electronic Circuit Maschinenblock. Du könntest mir einfach ein paar Eisen geben, so 8 Stück oder so. Das ist noch nicht mal das Ganze. Das sind eigentlich 9. Lol, ich habe gerade genau 8 Eisen im Inventar, oh, zufällig. Nein. Du Monster. Und dann behaupten, du wolltest ihn schenken. Ich hasse dich. Lol. Aber trotzdem danke. Dadurch ist der Fallschaden voll. Alter! Ich fall jetzt. Guck mal kurz. Guck mal hierher. Ich fall jetzt aus dieser Höhe und sag dir, wie viel Damage ich gekriegt habe, ja? Mhm. Ein Herz. Lol. Normalerweise wären das 3 oder 4 gewesen. Hast du Gummistiefel an, ja, oder was? Die sind voll geil. Da kann ich von meinem Haus springen. Also nicht springen, sondern so runterfallen, ohne dass ich Damage kriege. Voll geil. Das ist es echt wert. Das kostet dann auch nicht so viel Hunger und alles. Oh, jetzt bin ich wieder reingelaufen. Sag mal. Muss ich das Teil denn anschließen? Was? Wo muss ich das Teil denn anschließen? Das braucht EU. Ach so, und gut, pass auf, dass es Low Voltage ist. Ich glaube, nee, der hält nur Low Voltage aus. Kann ich so schon sagen. Wie gibt's denn Low Voltage EU? Also ich wollte ihn eigentlich mit Geothermalgenerator antreiben. Ja, das gibt Low Voltage aus. Ach gut. Nicht, dass der gleich Boom macht. Ja, deswegen sage ich das vorsichtshalber. Weil okay. Eigentlich hätte ich das mal nicht sagen sollen, aber jetzt ist eh da angeschlossen. Ich hätte ihn eh, ja, genau. Was ein bisschen ein Monster. Du Monster, du. Ist das? Ist das Inver, oder? Nee, Polarized Ferros habe ich hier noch. Das ist ja interessant, was ich hier noch so für Chance habe. So, jetzt brauche ich das mal wieder um hier. Also ich brauche... Der ist ja eh leer, oder? Ficken. Scheiße, da sind 4000 EU drin. Kann doch jetzt nicht sein. Verdammt. Wie krieg ich den jetzt... Ah, da muss ich Batterien bauen. Frage ist nur, wenn das... Nee, warte, wie viel passt noch mal in die Bedbox? Ich guck vorsichtshalber mal, weil mich das sowieso mal interessiert. Ich merke mir das meistens nicht. Da passen rein 40.000. Eine Batterie hat, weißt du das? Keine Ahnung. Ah. Oh, danke. Nein, ich habe keine Kupfer. Doch. Reicht eh nicht, oder? 10.000 EU. So. 3 Kupferkabel werden, glaube ich, nicht ganz reichen. Ich crafte einfach noch mal mehr und dann ist gut. So, jetzt habe ich 4 Batterien. Das heißt, eine Badbox hat so viel Speicher wie 4 Batterien. Mhm. Wozu wirst du? Interessant. Naja, ich weiß, was das heißt. Und? Was heißt das? Ich weiß nicht. Richtig. Du lernst schnell, mein Ach, Schüler. Das gibt's ja nicht. Oh verdammt, jetzt brauche ich Leder. Wieso? Ja gut, den Rest
Jetzt habe ich Leder. Oh mein Gott, jetzt habe ich vergessen, was ich mit dem Leder wollte. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. 6. Warum kriegt ihr denn noch wegen dem Generator? Toll. Mal die Kohle. Kriege ich die ganze Zeit EU mit. Ja, ja, so ist das, ne? Ja. Nein. Doch. So, da packe ich jetzt wieder die Batterien ran. Da tue ich einfach den Strom rein. So. Hä? Willst du mich verarschen? Na klar. Wieso hast du mir einen Kompressor gegeben? Brauchst du? Du willst doch Mixed Metal Ingots machen. Oder nicht? Ja. Ja, und da musst du jetzt 3 verschiedene Barrenarten reintun, je 3 Stück. Und wo tue ich die rein? Ah ne, du musst diesen Mixed Metal Ingot da drin reintun, damit du die... Nein, warte mal. Warte mal ganz kurz. Quantum. Ich guck mal ganz kurz was. Selbst wenn nicht, du hast jetzt einen Kompressor, den brauchst du später sowieso. Wo, was genau willst du denn mit dem... Was genau wolltest du denn gerade craften, als du den Kompressor von mir gekriegt hast? Warte, ich guck mal also eben. Welches Teil von der Quantum, von der Rüstung? Warte, ich guck mal eben. Aber du willst dir wirklich jetzt eine Quantum-Rüstung bauen? Ach, jetzt weiß ich. Ich brauche erstmal. Oh. Nee, nee, ist richtig, ich brauche einen Kompressor. Okay, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber du willst du dir wirklich eine Quantum-Rüstung bauen? Ja. Sicher. Ja. Weil um die aufzuladen, brauchst du schon wieder mehr Strom. Also mehr ja. Höhere Stromarten. Wollte ja. Ich nur mal so anmerken, dafür brauchst du High Voltage. Also ein HV. Hey, du hast mir früher erzählt, es geht doch Low Voltage, das dauert nur länger. Nein, ich habe dir das nochmal extra gesagt, du musst dir unbedingt für die Nano-Rüstung ein Middle Voltage Viech bauen. Du sag, weißt du, wie viel ich geopfert habe für scheiß Low Voltage, weil du gesagt hast... Ich hab dir das gesagt! Hast du nicht! Ich sag dir das noch extra! Die ganze Zeit habe ich gesagt, bau dir eine MV-Tra... Ja, zum... Ach so! Nein, 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 warte! Nicht, dass wir jetzt aneinander vorbeireden. Ich will nicht, dass wir jetzt unnötig aneinander vorbeireden. Du hast dir... Du kannst Low Voltage Solar Arrays benutzen. Ach so, ja. Aber du brauchst zum Aufladen... Für eine Nano-Rüstung eine MV Charging Bench. Ja, die habe ich. Und für die Quantum-Rüstung eine HV Charging Bench. Das hast du nicht gesagt. Ja, bis jetzt wolltest du auch noch keine machen. Ich habe immer gesagt, dass ich eine Quantum möchte. Ja, aber eine Quantum braucht vielleicht logischerweise mehr. Ich habe die ganze Zeit davon geredet und du immer, ja, da geht MV Charging Bench. Jetzt habe ich einen und brauch die nicht. Schönen Dank, du Arsch. Die Nano-Rüstung, weil du die erste Nano-Rüstung bauen wolltest. Ich wusste ja nicht, dass du die erst, dass du die gleich wieder umdingsen willst und nicht erstmal behältst. Weil die kannst du eh noch nicht machen, die Quantum-Rüstung, bis du Iridium hast. Und solange willst du ja bestimmt die Nano-Rüstung benutzen. Ich glaube, das macht Sinn. Aha. Du Monster. Ja. Okay, du bist so böse. Batterien? Nee, hier ist schlecht. Weißt du was, hier tue ich Batterien rein zum Beispiel. So Low Voltage. Jetzt ist wieder Nacht geworden, ne? Toll, was bringt mir Solaranlage, wenn es immer Nacht ist? Ich glaube, ich baue jetzt mal von allem möglichen was. Damit ich mit allem möglichen Zeugs jetzt Strom gewinne. Wow, hier plötzlich eine Spinne hoch. Ich glaube das nicht. LOL. Wie kriegt der Kompressor gerade keinen Strom? Hab ich den überhaupt richtig angeschlossen? Eigentlich schon, ja. Wow, schon wieder eine Spinne, sag mal. Hier ist ja ein Nest. Kann ich dich mal kurz zu mir TP'n? Ich kann mich auch zu dir TP'n. Nein, du hast da gerade ein Nest. Ich mach das schon. Ja. Ach, hier sind wir. Cool. Ich hab auf die andere Seite geguckt. Wie geil.
Nun ja, wie wär's, wenn du erstmal den, Dingsens anschließt, den, das wäre schon mal ein Anfang, wenn du erstmal den, Geothermalgenerator anschließt, weil du musst ja EU produzieren und das macht ja als Lava. Und die Lava ist hier eh nicht mehr angeschlossen. Wieso nicht? Hatte ich doch gesagt, vorletzten Tag, glaube ich, oder vorletzten schon? Nein, vorletzten. Scheiße. Ich kann dich aber mal ganz kurz wieder anschließen, das ist kein Problem. Okay, und ich hole mir schon mal das andere Teil da. Obwohl das dumm ist, wenn du einfach nur einen Eimer nimmst und da eben Lava reinbuxierst. So viel brauchst du ja eh. Will ich aber nicht. Komm schon, schließ mich an. Ich schließ dich nicht an. Spaß. Ja, dafür muss ich erstmal ganz kurz. Obwohl, nee, ich kann ja einfach die anderen da abbauen. Das erleichtert so einiges. Alter, hier sind 4 Creeper. Nur. Das sieht lustig aus. Okay, achso, das wollte ich auch unbedingt noch machen. Das muss ich unbedingt gleich noch machen. Immer gucke ich da, wenn ich Videos von uns gucke oder so, sage ich, ach du Scheiße, warum habe ich das nicht getan? Jetzt mache ich das. Dafür brauche ich zwar ein bisschen Zinn. Hä, warum habe ich 3 Macerator? Hatte ich nicht 4? Macerator? Das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich keine Ahnung, wie viele Macerator du hast. Ich habe nur einen, wenn es dich interessiert. Interessiert man nicht. So, Schabarium. Lol, hast du zufällig was von mir? Nein, hab ich nicht. Ich sag doch, ich hab nur einen. Ja, du stimmt, du hast den Geothermalgenerator abgebaut und so. Ich hab den gar nicht. Den hab ich dir doch gegeben. Und warum hab ich den denn nicht? Ich weiß es nicht, ich hab ihn dir gegeben. Hast du nicht gesagt, du packst ihn? Ich hab ihn dir gegeben. Hast du den nicht in die Kiste getan? Dann guck in der Kiste. Irgendwo, also ich hab ihn auf jeden Fall nicht mehr. Du wirst ihn irgendwie haben. Irgend so ein Typ, der jetzt alle Folgen von uns guckt, standardmäßig, der wird's wissen. Schreibt bestimmt auch in die Kommentare. Alter, jetzt bin ich wieder voll mit Shit. Ich schaffe einfach nichts irgendwie. Weil ich die ganze Zeit nur Sachen suche. Scheiße, wo ist das? Du Monster. Das ist alles deine Schuld. Was mache ich? Was können wir denn noch enchanten? Ich will jetzt schon mal enchanten. Ich kann später die Nano-Rüstung immer noch enchanten. Die ist ja so schon gut genug. Ich überlege nur gerade, was für ein Werkzeug ich dann enchante. Was gibt's denn nur so alles, was man noch enchanten könnte? Spitzhacken habe ich genug. Äxte schaufeln. Ja, aber was soll ich mit einer enchanteten Axt, nur weil die ein bisschen schneller ist? Ich meine, wir haben Timber hier drauf, das bringt auch... Das würde jetzt auch nicht mehr viel dran ändern. Generator? Nein. Geo. Da habe ich noch einen Macerator. Bitte. Ah, das geht nicht! Verdammt, ich möchte doch nur... irgendwie Stahl kriegen. Wie krieg ich jetzt Stahl? Kruppstahl. Okay, ich guck mal, was es für eine Möglichkeiten gibt, Stahl herzustellen. Außer, dass ich mir jetzt noch so einen scheiß Ofen baue. Also ich könnte Steel Nuggets benutzen, aber die muss man aus Stahl so craften. Also, so, Stahlblock brauche ich, habe ich nicht. Ich könnte in Blast Furnace Sachen... Ja. Okay, das Nein, warte, wenn ich jetzt hier so drauf klicke. Schlag mich nicht, aber ich hab was getan. So, ich brauche jetzt Zinn. Habe ich doch noch was, ne? Gucken, ob das reicht. Das ist. Warte, nee, das ist Zinn. Das ist ein Eimer. Ich möchte aber keinen Eimer. Es war cool, wenn man sich. Scheiße. So, 60 Büchsen. Das wären schon wieder zu viel. Ich mache einfach nur mal 60 Büchsen. Die werde ich zwar alle verlieren. Schade drum eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber... ich gebe einen Fick drauf. So was sagt man nicht. Ich gebe einen Beep drauf. So was sagt man nicht. Mann, ich habe ja ein paar Rubberbäume gepflanzt und bis jetzt ist noch keiner gewachsen. Also ich rede jetzt nicht von den normalen, sondern von den Riesenbäumen.
Ich setze einfach Dimension. Theoretisch können wir uns echt leisten, mehrere zu machen, wenn wir die alle auf einmal eins lassen. Und ich glaube, hier benutze ich den Filler einfach für die Flächen.